Ja, der hat zwei. Ich werde dann wechseln. Und ja. Das Pokémon wird nice. Ja, und jetzt kommt hier der Wechsel. Komm zurück. Kopfnuss. Okay. Das ist in Ordnung. Dafür besiege ich dich jetzt. Aquajet. Wasserdüse, denke ich mal. Auf Deutsch. Und ja. Mein schönen Wasser. Pflanzenangriff. Mal sehen. Ja, ist sofort besiegt. Das wollte ich sehen. Level ab. Das wollte ich auch sehen. Level 16. Und nochmal. Aber wir wechseln wieder. Ist Training. Muss so sein, Leute. Ich glaube, auf Level 35 oder so entwickelt es sich. Oh, das dauert noch. Aber okay. Es ist ein starkes Pokémon. So viel steht fest. So, ich glaube 22 oder 21, so erlernt es noch Feuerschlag, das wird auch cool. Und ja, wir wechseln wieder. So ungefähr. Dann macht das Ding Biss, okay. Ja, ist alles okay. Dann machen wir mal so, dann bist du weg. Ja, ist doch toll. Besiegt und Level 22 für unser Pflanzenstarter und 17 für unser neues Feuer-Pokémon. Boah, was ist das? Normale Attacke, boah, Stärke von 90, aber speziell, die ist nicht gut. Aber okay, die hier kommt weg. Die hat eine Stärke 30. Wir machen das einfach mal. Wir testen es. Und dann ist okay. Ja, wir nehmen das Wasser hier mal zur Heilung. So, dann hier. Wollen wir den hier auch noch besiegen? Okay. Vier Pokémon. Oh ja, das ist ein schöner EP-Schub. Ja, wir probieren mal, wie viel unser Wasser-Pokémon, Feuer-Pokémon hier aushält. Man hat es auch. Dings ausgehalten, Bilberstrahl und ja. Okay, es greift sich schon mit einer Wasserattacke an. Das ist toll. Das hier probieren wir mal aus. Ja, sowas war zu erwarten, immerhin. Überhaupt nicht gut auf PC-Angriff gemacht. Aquajet, okay, das wird schlecht. Ja, das war dumm. Hätte ich mir denken können. Egal. Du bekommst die jetzt, mach mal jetzt einfach jetzt mal so mit unserem Pflanzen-Pokémon. Du bekommst durch die hier noch einen kleinen Vorsprung. Durch die Pokémon. An EP. Mein Stadt, das sollte ja immer ein bisschen stärker sein als meinen anderen Pokémon. Von daher ist das jetzt okay, wenn ich das so mache. So ungefähr. Schön, dass wir das EP einkassieren. Machen wir immer so weiter. Oh, shit, daneben. Kopfnuss hier, genau das wollte ich mit meinem Feuer als nächstes machen. Oder hat's mich zerlegt. So ein scheiß Angriff war das eben. Aber egal. Tschüss. Okay. Noch was.
Oh Mann. Was ich sagen wollte noch. Also, wenn ich so bei der Top 4 bin, dann werde ich dann nicht mehr so viel miteinander aufnehmen, dann werde ich das immer einzeln machen. Wahrscheinlich jeden der Top 4. Wir fehlen ja Top 4 ein Part oder so. Oder so viel, wie ich drauf kriege, mal sehen. Und ja, das habe ich gerade gesagt, wenn mir nichts anderes eingefallen ist, weil ich das euch noch irgendwann erzählen wollte. Und weiß nicht, wie viel zu erzählen gibt, weil ich das hier eigentlich ist, das voll langweilig. Wir erledigen diese Fische alle mit einem Schlag. Und ja. Toll ist die Sache. Okay, erledigt. Okay. Hier gehen wir zurück. Ja, was kommt hier Schönes? Ja, genau das kommt. Mein Vogel ist vorne. Wir werden nicht kämpfen. Wir werden abhauen. Okay, für die Arena haben wir zwei Vorteile. Wir haben ein Feuer- und ein Flug-Pokémon. Das sollte genügen, um die Arena fertig zu kriegen. Ohne viele Probleme. Ja, sollte hinkommen. Da gehen wir jetzt zurück in die Stadt. Wir machen uns auf den Weg zur Arena. Und ja. Die Arena war irgendwo hier, war. Hoffe ich, dass ich hier richtig bin. Nein, das war diese Gasse, aber okay. Na komm, ich lasse mein Feuer-Pokémon drinnen. Da kann ich den eben noch besiegen. Ist egal. Nochmal so ein Typ, der hat wieder so einen Affen. Natürlich auch noch den Wasseraffen, das war ganz logisch. Aber egal. Wir wechseln. Ganz knallhart wechseln wir das aus. Ungefähr so. Und dann ist alles toll. Ach, Biss, das ist schwach. Wir machen diesen tollen Angriff und dann treffen wir natürlich nicht. Das war logisch, dass wir nicht treffen. Aber egal, lassen wir das. Jetzt treffen wir und du bist weg. Genau. Nervig, aber ja, naja, gut. Ja, verpiss dich. Ja, hinter ist einer. Der will irgendwas, aber ich habe keine Ahnung was. Ist mir egal, er schenkt uns die 70 Flash, das sollte Blitz sein. Okay, kann sich wieder verpissen. Genau. Dann geht's hier weiter. Da war die Arena hier hinten irgendwo. Ja, genau. Hä? Ja, genau. Da kommt unser Rivale Streber, der irgendwas will. Aber naja, lassen wir ihn besser in Ruhe. Er nervt sowieso nur. Er labert und er verpisst sich. Hurra. Und hier sind wir. Ja, den Typen. Er ist aus der Arena rausgekommen. Also, was bedeutet das? Er ist der Arenaleiter. Ja, egal. Er hat irgendein Problem. Wir sollten ihm lieber folgen. Und ihn kann man nicht in die Arena. Dann ist der Arenaleiter ist ja nicht da. Da kann man nicht kämpfen. Und das wird dumm. Also gehen wir zurück. Und ja. Ich glaube, hier ist der jetzt. Nein, hier sind die nicht. Oh, kann ich hier mitfahren kommen? Ich will mir jetzt ein legendäres Pokémon fangen. Natürlich geht's nicht. Wäre zu schön gewesen. Wäre echt cool. Aber naja.
Nein. Hier habe ich ihn. Da ist schon das Pokémon Center, aber egal. Ja, da ist der Arena-Leiter. Ich habe da. Ich vor kurzem wusste ich nicht, wer das war. Das Mädchen da links neben der Rivalin, aber ich ja. Ich weiß schon jetzt schon, wer das ist. Die werde ich später auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Zumindest im Wald, im Black eher nicht. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich hoffe, ich vermache mich jetzt hier gerade nicht. Das wäre dumm. Sowas von dumm. Und ja, jetzt kommt hier auf einmal ein Team Desmarüpel, der Stress haben will. Okay, der will Stress haben, den kann er haben. Aber er verpisst sich lieber vorher. Okay. Wir sollten hinterher gehen und so ein Zeug, okay. Ja. Yeah. Aber nicht so viel. Okay. Ja, da ist unser Kollege wieder. Gehen wir hier nach unten. Der ist nicht da. Ach, egal. Kann ich hier mitfahren kommen, bitte? Bitte. Oh Mann, schade. Ich könnte gewissen, dass ich irgendwie so eine Version erwischt, die wo das Event eingebaut ist mit eigener GDM Pokémon da vom Typ Feuer und Psycho. Boah, das wäre so krass, aber so Glück habe ich natürlich nicht. Okay. Wir wechseln zu unserem Wasser-Pokémon. Weil der wieder das eigentlich. Es kommt wieder mal ein Kampf gegen Team Plasma und die werden das Krokodil einsetzen und das ist nicht so toll. Aber egal. Okay, Kampf. Krokodil. Wie ich schon sagte, wir machen Bubble Beam. Level 20, okay. Aquaring. War das nicht? Ja, wo man sich selbst heilt. Ja, Super Schall kann dafür weg. Das ist schon mal, die Trick ist nicht schlecht. Die nehmen wir. Ja, nochmal ein Krokodil. Nochmal auch schnell weg. Silberstrahl und tschüss. So ungefähr. Und weg. Okay, Leute. Ja. Da haben sie alle Angst. Sie haben Angst, oh Gott. Ja, da kommen die beiden Mädchen, freuen sich, dass wir das gemacht haben. Ja. Immer die anderen die Arbeit überlassen. Das ist ihr Motto. Aber was soll's. Ja, komm, halt die Klappe. Wir wollen hier rein. Genau hier.